So, Freunde, heute geht es mal wieder um Werkzeugkoffer und zwar nicht um bestückte Werkzeugkoffer, die haben wir euch ja schon gezeigt, sondern um unbestückte. Ne? Ja. Im Prinzip, wenn du gut bestückt bist, ist das ja ein Vorteil. Ja. Aber dafür musst du auch erstmal einen leeren Koffer haben und das zeigen wir euch heute. Und zwar haben wir so viele Werkzeugkoffer, nämlich an der Zahl rund 25 Stück, ja, vom allerfeinsten von, sag ich mal, 10 Euro bis um die 400 Euro. Ja, ich war erstaunt. Also wir haben richtig aufgetischt und deswegen machen wir schon mal vorab zwei Teile. Und um in das Thema so ein bisschen reinzugrooven, machen wir heute erstmal so die Werkzeugkoffer bis um die 100 Euro. Da ist ja schon einiges dabei. Auch einige Sachen, die wir selber schon lange Zeit in Verwendung haben. Und ich freue mich und ganz besonders freut sich natürlich auch der Kollege an meiner Seite. Ich freue mich immer. Ne? Ja, wenn ich hier stehe, freue ich mich immer. Und wir haben natürlich auch wieder unsere Spendierhosen an, denn getreu dem Motto, ihr kommentiert, Brockschmidt spendiert, hauen wir einen von diesen schönen Werkzeugkoffern raus. Und was sollt ihr machen unter dem Hashtag Werkzeugkoffer? Haut ihr einfach mal eure Erfahrung, eure Anforderungen an den Werkzeugkoffer und euren Favoriten aus dieser Sendung. Den Werkzeugkoffer, den wir raushauen, haben wir unten auch in der Beschreibung verlinkt. So, wir haben etwas Platz gemacht und ich würde sagen, wir machen das mal so ein bisschen preismäßig. Ja, klar. Der Preis ist heiß auf jeden Fall und wir haben hier so ein bisschen Schwarz-Gelb. Schwarz-Gelb gibt es natürlich auch für die BF24-Fans. Da zum Beispiel. Gibt es aber nicht im Laden. Noch nicht. Ja, Stanley habe ich einfach mal so ein bisschen in den Amazon-Warenkorb reingeballert, weil ich schon mal ganz früher einen Stanley hatte, mit dem war ich relativ zufrieden. Irgendwann war er weg. Ich weiß bis heute nicht, wo er ist. Wir haben erstmal hier so eine Werkzeugtasche, so eine Werkzeugrolle. Ich weiß, es gibt viele Fans. Ich kenne das auch zum Beispiel noch, Bordwerkzeug bei Mercedes, zumindest früher, war immer so eine ochsenblutrote Tasche war das, glaube ich, okay. So weinrot. Ja, mittlerweile hast du ja nur noch einen Schraubendreher, um die Kappe vorne wegzumachen, ne? Ja. Vom Abstellparken. Oder einen Cannabis-Tester. Ein Diagnosegerät. Ja. Macht teilweise Sinn, gerade wenn du sehr beengt bist vom Platz her. Und ich hatte euch ja neulich mal gezeigt, hier Motorradwerkzeuge für unterwegs. Und da macht das tatsächlich natürlich auch Sinn. Denn ich sage, wie es ist, die kannst du einrollen. Die kannst du einrollen. Ja, und sparst damit ein bisschen Platz. Mehr hier auch nicht. Hier hast du noch so eine Tasche mit einem Reißverschluss. Hier kannst du noch einen Zimmermannsbleistift dran machen. Oder einen Kugelschreiber. Ja. Und dann gibt es ein Band. Das ist wirklich ganz pragmatisch hier mit so einer Öse. Das ist im Prinzip dann auch verliersicher. Weil wenn du es wirklich zumachst, da kann auch nichts rausfallen. Kostet? 8 Euro kostet die. Aber man kriegt auch schon welche ab 5 und so. Also die kosten eigentlich nicht die Welt. Die kannst du immer mal wieder eine kaufen. Ja. Und verschenken auch und so. Und da freut man sich immer drüber. Wenn du die verschenkst für 8 Euro ohne Werkzeug. Ja gut, du kannst ja was reintun. Dann machst du für 50 Euro oder was, hast du ein schönes Geschenk. So Platzhalter. Ja. Irgendwie einen abgebrochenen Zollstock. Ja. Einzeln. Ja. Da fiel mir dann auch ein, dieses Gerät, das hat der Laser mal. Das ist die Lasergedächtnistasche. Das ist die Lasergedächtnistasche. Ja. Der fand das so cool. Es ist eigentlich so ein Nagelbeutel, Schrauben von Carhartt. Dann hast du hier so einen Clip, kannst du also an die Hose oder an den Gürtel machen. Was ich jetzt ein bisschen schade finde, ist, dass diese Schlaufe... Die ist nicht durchgängig, nicht, ne? Durchgängig, ja, dass man die direkt um den Gürtel machen, ja, kann. Aber kostet auch nicht die Welt. Ist wirklich auch pragmatisch. Du hast hier so ein Innenfutter. Wobei ich mich frage, bei Schrauben, vielleicht ist das irgendwann mal... Kann das auch sein, dass das eventuell auch ist, wenn du eine Flasche reintust? Dass du so ein bisschen so eine Isolierung hast? Könnte sein. Könnte man auch nehmen. Vielleicht ist das ja auch ein Flaschenhalter. Kann sein, ne? Flaschentasche. Du kannst es hier so zumachen. Von Carhartt gibt es auch so Rollen, Taschen etc. So. Gürtel auch, so Werkzeuggürtel, ne? Ja. Genau, Werkzeuggürtel natürlich auch immer gerne genommen. Sowas kommt natürlich immer dann zum Tragen, wenn du im Prinzip keinen Platz hast groß für Werkzeug, aber brauchst ein paar Sachen irgendwo schnell zur Hand. Ja, klar. Ich war gestern noch im Hubsteiger unterwegs beim Paruka-Will. Ja. Es wird gerade aufgebaut. Ich habe da so ein bisschen mitgearbeitet. Ein bisschen getanzt auch, oder was? Getanzt. Also vorgetanzt. Ja, tanzen ist nicht so meine Stärke. Aber ja, kriegst du auch, glaube ich, so um die 10, 15 Euro. Die anderen Sachen haben wir euch gerade auch mal eingeblendet. Macht Sinn. Macht auch einen schlanken Fuß. Ja, sieht gut aus. Carhartt ist natürlich auch eine coole Marke. Ja. Dann sind wir wieder hier im Plastikuniversum. Mhm. Nämlich mit... Hier geht's los. Mit der kleinste. Genau. Und die ist irgendwie niedlich. Und hat schon eine Metallschließe. Ich habe dir da auch was reingepackt, damit man mal sieht, wie groß die eigentlich ist. Ein Akkuschrauber. Ja, tatsächlich. Wenn du mal schnell los musst zum Kumpel oder was, kannst du, ja, mal eben am Schrank was reparieren. Ja. Habe ich so einen Kandidaten in meinem Freundeskreis. Ja, dann kannst du ja so einen Koffer mitnehmen, mehr brauchst du ja nicht. Ja, du könntest noch einen Toolcheck damit, ja, reinlegen. Hast ein Sortimentsfach, ja, für ein paar Dübel. Hier noch einen Schraubendreher. Ja, bist du gut mit aufgestellt. Ne? Elektrikerinstallationszange, wird auch irgendwie reinpassen. Ja, das passt. Also genau das sind ja die Sachen, wo ich das echt charmant finde, dass du wirklich so einen kleinen, aber feinen Kasten hier hast. Mhm. Und jetzt müssen wir mal über den Preis verhandeln. Kostet auch unterm Zehner zum Teil, kriegst du die. Und wenn du noch einen Euro sparen willst, nimmst du den mit Plastikschließe. Ja, aber da kannst du auswählen, also sogar, dann ist die noch ein Euro günstiger. Aber, ja, aber ich würde immer eine Metallschließe nehmen.
Ganz ehrlich, du hast hier so, ein, so eine Öse, du kannst es theoretisch noch verschließen. Ja. Ich denke mal, da kommt dann auch keiner mehr dran. Nee, nee, das ist im Leben nicht mehr. Aber ganz ehrlich, diese Metallschließe, die macht es für mich aus. Naja, die, das sieht auf jeden Fall wertiger aus. Ne? Ja. Wertigkeitsfaktor mindestens mal 2. Ja, ja. Und den Euro hast du dann auch noch über, ne? Ja. Ja. Ist die kleinste Version. Mhm. Gibt so ein bisschen Autorität auf der Baustelle, wenn du damit ankommst? Kannst auch dein Bütterchen reinmachen. Komm, ja, geht auch. Das wär's. Du hast 2 und die machst du für Butterbrot. Ja. So, und dann gibt's die auch ein bisschen größer. Mhm. Das ist im Prinzip hier gleiche Familie, ne? Das ist die gleiche, nur eben ein Stück größer, ne? Kostet? Die kostet 16 Euro. 16 Euro für einen guten Zweck. Ja, ja. Oder wahrscheinlich 15 mit Plastikschließe, aber machen wir nicht. Kannst du hier Matroschka machen? Ne? Ah. Oh, eine Werkzeugmatroschka wäre toll. Ah. Ne? Das wär's doch jetzt gewesen. Ja. Ist schon etwas wobbelig jetzt hier, aber kannst du im Prinzip im Betrieb nichts sagen. Ne? Die, ja, gut, die Halten aber sind robust. Ja. Wir haben ja auch mal von Stanley welche vom Dach geschnitten. Mit Schubladen und sowas auch. Ne? Mit Schubladen. Ja. Fand er aber nicht so geil. Hat ja, mir gut auch so ein bisschen wehgetan. Mhm. Weil der Trolley war echt schon cool, aber nicht so robust wie der Packout. Ne? Mhm. So, auch hier Sortimentsdinger. So, und dann haben wir hier noch die Version und die fand ich cool, mhm, weil der Verschluss ist hier anders, ne? Du ja, hast hier ja, so eine Feder. So ein selbstständiger Verschluss, ne? Ja. Ja. Auch hier, das ist zwar Plastik, aber hier haben sie sich noch die 20 Cent irgendwo ja rausgeschnitten, haben hier noch so ein Metall-Emblem. Das so macht es aber auch schon wieder wertiger dann, ne? Genau. Ja. Sobald du irgendwie ein bisschen Metall hast, mhm, freust du dich. Ja. Schön ist, dass du den relativ schnell aufbekommst, wenn du es richtig machst und den hier festhältst. So, da geht es nämlich nicht. Hat etwas mehr Platz, ja, logischerweise. Und der Sortimentskasten ist hier am Ende. Du hättest theoretisch hier noch ein bisschen mehr, mhm, lichte Höhe, vielleicht. Wasser, kleine Wasserwaage vielleicht oder sowas. Obwohl, die passt da so da wahrscheinlich rein. Ja. Aber bei den Sortimentsfächern, mhm, hier, mhm, finde ich es nicht so cool, weil die Rastung ist relativ. Mhm. Ja. Guck mal, sind du, die dann von dem, also die sind besser, besser, ne? Weil guck mal, du bleibst irgendwo hängen, vielleicht im Auto oder so. Was weiß ich, lädst das ein, mhm, oder. Oh, und dann, guck mal, ich brauche einfach nur so machen. Ja. Also aber du ist hast das denn dieser Verschluss? Ja, der Verschluss ist aber der gleiche, ne? Ja, kostet? Der kostet so um die 20 Euro. Ja. Also sind wir jetzt von 8 bis 20 Euro, haben wir jetzt schon mal. Der hat hier leichte Abzüge in der B-Note. Und das ist jetzt nur eine Auswahl, die ich mal gekauft habe. Ja, gibt's ja, von Stanley gibt es ja, da kannst du ja die unendliche so Geschichte machen hier. Genau. Ja. Und ich finde es auch charmant, wenn du zum Beispiel einen großen Werkzeugkoffer hast, mhm, aber Punkt 1, du willst mal eben irgendwo hin. Du hast quasi so ein Notfallkit. Ja. Oder wenn du jetzt beispielsweise jetzt kein Elektriker bist, aber, mhm, du hast ja trotzdem immer mal. Ja, da kannst du ja einen kleinen fertig machen. Da machst ja du dir einen kleinen fertig nur für Elektrik. Ja. Oder ich habe zum Beispiel einen kleinen Kasten nur mit Lötkram. Mhm. Lötkolben, ein bisschen Lötzinn. Und zum Beispiel fürs E-Auto habe ich so einen Juice Booster und den habe ich auch in so eine Stanley-Tasche, mhm, mit Reißverschluss. Dann ist das alles solide und die sind relativ preiswert, ja, finde ich. Ein kleiner Hinweis noch, mhm, bevor die jetzt hier ins Nirvana verschwinden. Die haben hier so Einlässe, wo du die im Prinzip stapeln kannst. Die arretieren nicht, also es ist jetzt nicht wie ein, ja, Systener, aber die könntest du jetzt wirklich übereinander stellen. Frage ich, ja, mich mal, ob die das gemacht haben, dass die im Baumarkt nicht aus dem Regal fallen. Wahrscheinlich, das wirklich, ja, so. Ich meine, viel halten wird es nicht, wenn dagegen knallt, aber. Ich wollte es nur gesagt haben. Ja, ja, aber ist gut. Wo geht's weiter, preislich? Preislich geht es weiter bei der Tasche von WorkPro. Ja. Bei dem denke ich mir jetzt gerade, ich weiß, warum die oft in so Schuhgeschäften so Zeitungspapier reinstopfen. Naja, die müssen weil das aussehen, sieht sonst, ne? Weil das sieht sonst sehr traurig aus. Ja, ja. Aber das WorkPro ist ja auch im Prinzip so eine, ja, so eine Budgetmarke. Ja. Ich glaube, habe ich auch bei Amazon gekauft. Und wenn man die jetzt mal ein bisschen ausstellt, ja, da passt schon was rein, ne? Dann stellen wir fest, es sind sogar schon 2 Zangen drin. Ja, passen aber auch mehr als 2 Zangen, ja, rein. Du hättest auch hier noch so einen Schultergurt. Ja, einen harten Boden finde ich auch immer ganz gut. Ja, hat den Vorteil, wenn du mal irgendwo im Dreck arbeitest, du hast nicht sofort A, dieses Textilzeug hier versaut und es ist auch relativ wasserfest. Ja. Also solange kein Hochwasser ist. Das ist ja auch hier mehr ein Unboxing, Langzeiterfahrung können wir euch hier zum Beispiel jetzt nicht geben. Aber so prinzipieller Eindruck, nicht schlecht. Ja, du kannst ja hier draußen auch noch was dran stecken und so. Die kannst du schon ziemlich voll machen, ne? Ja. Vorteil bei diesen Textiltaschen ist natürlich, die sind in der Regel relativ leicht. Was ich auch gut finde, wenn du den Platz nicht komplett nutzt, dann ist es auch etwas, ne? Du hast ein bisschen, du hast den Kofferraum voll. Ja, die kannst du irgendwo dazwischen stopfen. So, ein, ne, Koffer, der wird schwierig. Wenn du, ne, eine Sporttasche hast, die kannst du noch irgendwie so ein bisschen, ja, drücken. Ja, kannst du ein bisschen quetschen, ne? Hier so machst du so ein bisschen, grad noch so. Drückst ein bisschen, ja, ja. Hast immer so ein bisschen Luft drin, ne? Ja, und was hätte ich jetzt so investieren?
Ja, wenn es noch drin ist, dann hast du 20 Euro zu investieren. Und dafür ist es eigentlich ein guter Preis dafür. Also dafür ist es ordentlich gemacht. Ich sehe auch schon, es wird ja demnächst nochmal die Folgen geben mit bestückten Werkzeugkoffern. Und ich glaube, so im unteren Bereich werden wir auf sowas gehen. Du kannst ja eher auf so eine Tasche und dann hochwertigeres Werkzeug holen. Ne? Ja. Definitiv. Klar, wenn du jetzt hier so einen Werkzeugkoffer um 100 Euro hast, so einen richtigen Werkzeugkoffer, dann ist schon mal 100 Euro. Ja, ja klar, die sind weg. Ja. Oder du kaufst dir einen aus der Billigserie für 67 Euro und schmeißt den ganzen Scheiß raus. Ja. Aber die Koffer waren auch Mist. Die Koffer, da kannst du dann besser hier an eine Kühltruhe gehen und so eine kleine Tasche holen mit so einem Reißverschluss. Der zahlte 2 Euro für, bist auch fertig. Tatsächlich, ja. Ja. Kenne ich sogar einen, der sowas gemacht. Ich hatte übrigens Werkzeug-ABC für unser Abisolierzangen-Special. Mhm. Wollte ich so eine Abisolierzange des Grauens haben. Und die waren ja alle in diesen Koffern drin. Die sind alle verkauft. Die sind alle beim Flohmarkt weggegangen. Die haben neue Besitzer. Für 15 Euro. Oder 12 Euro. Ja. War nicht so ein Riesenkoffer für 12 Euro weg? Oder ich glaube schon, ja. Gar nichts gehört. Ne? Hat sich noch keiner verletzt und nichts. Ne? Nee. Ja. Von Textil gehen wir jetzt mal wieder auf die härteren Sachen, nämlich Blechkisten. Und zwar ganz klassische Blechkisten. Ursprünglich kommen die meines Wissens nach so aus dem japanischen Bereich. Und wir haben hier zum Beispiel eine von Toyo Steel oder sowas. Mhm. Hat nichts mit den Reifen zu tun. Steht auch drauf, Made in Japan. Ja. Dann haben wir eine, das hattest du dir gewünscht, in Pink. Ja, von Highspec. Highspec, eine Firma aus USA. Ich denke mal, wird aber in China gebaut. Oder hergestellt. Interessant ist, hier steht überall Made in Japan drauf und Box Patent. Mhm. Hier steht wiederum Box drauf, aber kein Patent. Aber die gleiche ist eine Y350. Mhm. Also da hat Highspec wahrscheinlich bei Toyo mal ein bisschen gelinst. Die sind schon sehr, sehr identisch. Der Griff hier, so echt so klassisch. Ja. Und innen drin hat man auch relativ Platz. Für ein paar Zollstöcke. Für ein paar Zollstöcke. Ja. Oder was hast du da so? Ja. Ja, das könnte tatsächlich schon so ein bisschen in die Haushaltsgeschichte gehen. Ja, so im Moment so. Hast du auch einen Zollstock dabei? Ja. Team Zollstock. Übrigens nochmal der Hinweis, die Zollstöcke sind natürlich im Shop verfügbar. Genauso wie unsere schönen BR24 Sestena, würde ich mal sagen, der wohl kleinste Werkzeugkoffer der Welt überhaupt. Ne? Und man soll ja nicht meinen, da geht tatsächlich was rein. Zum Beispiel ein Akkuquartett und ein paar Schrauben. Und einige Zuschauer haben tatsächlich auch ein Inlay für ein Vera Ratschen-Set gebaut. Das habe ich auch schon ein paar Mal gedruckt. Ich glaube, es gibt mittlerweile sogar schon andere auch. Ja? Ja, was da so reinpasst. Müsst ihr mal gucken. Auch hier im Shop. Und das Schöne ist, wenn ihr das Video seht, dann haben wir die Dinger 20% reduziert für eine Woche. Ne? Also lohnt sich. So, und dann gibt es noch einen von... Von Yato. Yato machen auch ein bisschen Werkzeuge. Kommt auch, glaube ich, aus China. Vom Style ein bisschen so ist hier so ein Strukturlack. Hier ist es nicht so ganz oldschool. Nee. Ist nicht unbedingt schlecht, aber hat nicht so den Charme. Ja, der gefällt mir nicht so wie die. Also die gefallen mir besser auf jeden Fall, ja. Ja, kriegst aber auch einiges rein. Wärst du jetzt eher so Team Plastik oder Team Blech? Wahrscheinlich eher Team Plastik, gerade was die Robustheit angeht. Meinst du? Ja, ich finde, also ja, wenn du den jetzt hier runterschmeißt, hast du sofort einen Kratzer drin, eine Beule. Aber ist Patina. Ja, ist auch. Ja. Nee, ich glaube, ich würde lieber wieder Plastik nehmen. Ja? Schon allein wegen dem Gewicht auch. Oder ich glaube, ich wäre mehr so auf... Ja, das kannst du schlecht vergleichen. Du hast ja hier zum Beispiel kein Sortimentsfach. Ja, ist kein Anleger, nichts drin. Ne? Ja, so einen musst du auch haben, klar, aber... In Pink. Wenn dann in Pink, damit gehst du dann auf die Baustelle. Ja, klar. Alter, stell mal vor, Autorität ausstrahlen. Stell dir mal vor, ich wäre da beim Peruka will mal mit dem Kasten da aufgelaufen. Ja, wahrscheinlich wäre es gar nicht aufgefallen. Also beim Aufbau, nicht während des Festivals. Ja, naja, beim Festival jetzt. Beim Festival wäre das absolut stimmt. Okay. Also preislich ja, 23, 24, 25 Euro. Ja, ist okay. Finde ich tatsächlich irgendwie aber auch als Geschenk cool. Weil wenn du mal sowas verschenkst mit ein bisschen cooles Werkzeug und kommst dann mit so einer Kiste. Also das ist dann wahrscheinlich auch schon wieder schöner, als wenn du es in der Plastikkiste verschenkst. Eben, ne? Das meine ich doch. Ja. Aber könnt ihr mal unter das Video schreiben, auch wie ihr so. Seid ihr eher so um 20 Euro für diese Plastikdinger oder für sowas? Vor allen Dingen, wenn man ein paar Zollstöcke noch hat. Ja, die muss man ja irgendwo lagern. Ne? Dann machen wir gerade mal einen Ausreißer, wo wir beim Thema Blech sind. Ja. Na? Denn du sollst nicht nur Blech reden, sondern auch Blech tragen. Und Blech zeigen vor allen Dingen. Ein echter Klassiker HZ190 Blechwerkzeugkiste. Da haben wir euch schon mit Stück gezeigt und wir waren ziemlich verliebt. Ja. Obwohl es so ein paar Stimmen auch gab, die fanden es nicht so geil, weil es halt keine Einteilung da gibt. Ne? Ja gut, also keine Schaumeinlagen. Würde es ja für die geben, aber ist Platz verschenkt dann wieder. Ne? Ja. Ja, und du hast hier schon wirklich richtig fette Dinger drin. Der Kasten an sich kostet, glaube ich, so um die 60 Euro. Wenn du Glück hast, kriegst du mal für 60 Euro. Ja, ja. Und Qualität ist außer Frage. Ja. Wenn du jetzt nicht so viel Budget hast, dann kriegst du auch sowas schon vom guten China Express für um die 20 Euro. Ja. Aber... Das ist so wie früher Opas Kiste, ne?
Boah, das ist, ja, guck mal, du hast hier so ein Klavierband, ja, als Scharnier, ja, das geht einfach fluffig. Ja. Auch das Finish der Oberfläche ist schon mal gut. Ja, hier super. Hast du so einen klassischen Hammerschlag-Strukturlack, ist aber hier auch schon so ein bisschen eingedellt, kam so. Ja. Und du hast hier einfach zwei genietete, würde ich mal sagen, Scharniere oder, ja, Aufhängungen. So, Blechstärke können wir mal vergleichen. Hier bei der HZ haben wir 1,3 mm und hier das gute Trompetenblech. 0,88, also sagen wir 0,9. Da ist aber schon noch ein bisschen Lack da. Ja, also der Lack fühlt sich tatsächlich relativ dick an. Ja, ja, und das siehst du halt hier, ne? Ich finde, guck mal, wenn du das jetzt hier... Ja, das verwindet sich nicht so, ne? Guck mal hier, das verwindet sich fast gar, ja, nicht. Ja. Also guck mal, wenn ich nur ein bisschen, passiert hier gar nichts. Und obwohl ich ja hier diese Kante habe... Ja, kannst du... Also... Die kannst du immer wieder passend machen, ne? Wenn die mal runterfällt, ja, kannst du immer wieder zurechtdengeln, ne? Natürlich wird es irgendwo den Job machen, aber ich hätte überhaupt keine Freude daran. Nee. Beim jedes Mal aufmachen, Abtörner. Ja, vor allem, wenn die dann noch beladen ist, dann wird die ja nicht leichter dadurch zum Öffnen, ne? Ja. Und das lief ja bei der hier hundertprozentig auch. Vor allen Dingen, du hast halt bei der HZ hast du auch vom Namen so ein bisschen, von der Marke hast du ein bisschen Wertigkeit schon. Mhm. Ja, ist wie es ist. Ja. 20 Euro, 60 Euro. 70 Euro. Also spart euch den Kasten hier. Spart lieber einen Monat länger. Ja, ja. Ist auch schwerer, ne? Ja, ist ja größer, leer, ne? Der ist leer, ja. So, haben wir die Waage hier am Start? So, wir machen gerade nochmal die Probe aufs Exempel. Hier haben wir ein Gewicht von 3657 Gramm. Ich würde sagen, was schätzt du? Über 5 Kilo, oder? Nee, 4,5, glaube ja? ich. Ja? Doch, wow. Ja, kann ja schlecht Alter, schätzen, was ne? ist los mit dir? 6 Kilo. 6. Ja. 6039 Gramm, also fast das Doppelte, ja, wobei die Ausmaße ja, natürlich 10 cm länger sind, ne? Aber Qualität, ne? Ja, Qualität kostet, ne? Qualität ist halt so. Kostet auch Gewicht. Ja. Aber wenn du jetzt beispielsweise sagst, okay, du hast gar nicht so viel Werkzeug und willst irgendwie auf die Leiter steigen oder musst Treppen hoch oder in Hubsteiger rein und was weiß ich, ist das natürlich auch... Immer ja. so, dass du mal da 5 Kilo mehr Gewicht als bei so einer Textiltasche hast, ja, eine einfache, so eine Rolle. Das ist wahrscheinlich eher so eine zweite oder dritte Werkzeugkiste, ne? Deswegen, ne? Ja. Das ist wie bei Motorrädern, das ist wie bei Schuhen, das gibt, du brauchst mehrere. Ja, musst du haben. Ja? Dann haben wir hier noch einen Überraschungskandidat aus meiner Sicht von Keta. Ist eine Box, die so ein bisschen an diese Pelli Cases oder an diese BW Cases erinnert. Du hast jetzt allerdings hier so Schlaufen, es gibt also auch einen Gurt dazu. Dann kennt ihr diese Pelli-Cases sind oft mit so Kunststoffschließen. Hier haben wir Metallschließen, relativ solide sogar. Und jetzt geht die Vorstellung auf und da ist schon Werkzeug drin, wunderbar. Ja, ich wollte mal testen, ob es rausfällt, wenn man es schüttelt. Ist aber nicht rausgefallen. Bleibt ne? alles so, wie es ist, ja. Ich war jetzt erstmal beeindruckt, dass ich einen Koffer habe, der jetzt hier auch diese Fächer für die Werkzeuge hat. Aber auch hier unten so Teiler und noch so einen Sortimentskasten, den ich vor allen Dingen auch rausnehmen kann. Denn das ist ja genau eigentlich eine super Sache. Du gehst auf die Leiter, brauchst ein paar Dübel, ein paar Schrauben, zack, hast hier drin und brauchst auf der Leiter selber nur eine Zange. Das ist aber auch robust, ne? Hier auch so mit dem schönen Weich hier drin und so. Ja. Ich glaube, das federt wohl was ab, wenn der runterfällt. Ja, das ist komisch, weil du hast kein hartes Inlay, auch, du hast kein Schaum-Inlay. Das ist aber so ein Weichplastik oder sowas. Ja, ne? Das riecht auch ganz gut. Ja, ich habe das heute Mittag auch so, ich so alt. Also den würde ich erstmal auflüften lassen. Ja. Ein Nachteil in der Bestückung ist jetzt, du hast jetzt eher Sortimentsfächer. Ich frage mich jetzt, okay, wo soll ich jetzt hier noch das Werkzeug hinmachen? Aber du kannst auch hier die Teiler rausnehmen. Ja. Wunderbar. Oder nimmst alle Teiler raus und hast hier dann nochmal ein relativ großes Fach, auch für einen Akkuschrauber. So wäre es wahrscheinlich bei mir. Und bei einem normalen Werkzeugkoffer hast du ja oben wirklich auch eine richtige, so ein richtiges Fach oder so eine Pappkarte oder sowas drin. Ja. Das ist hier relativ schmal gehalten. Dafür hast du aber wirklich einen robusten Koffer. Das ist auch hier. Ja. Ja. Hier kannst du noch ein Schloss mit reinmachen, denn der hat jetzt noch kein Schloss. Auch das Scharnier, ne? Das ist auch alles vernünftig gemacht, ne? Ja, du hast hier ein Scharnier und das ist im Prinzip der Aufsteller, damit der nicht zuklappt. Und dann hier auch ein Metall. Und jetzt sag, was kostet der? Der kostet 40 Euro. Ja. Das ist aber ein guter Preis dafür, also muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe gedacht, 40 Euro, das kann nicht sein. Ich finde ihn gut. Ja, vor allen Dingen drin diese Einlage und so, ne? Ich meine, das sieht... Wenn du, das ist so fertig gemacht. Wenn du die Verwendung dafür hast. Ne? Naja. Der ist, das hier ist jetzt keine richtige Gummidichtung, aber der greift schon hier so ineinander über. Sieht man hier auch. Also der ist schon relativ, würde ich mal sagen. Das ist auch schon so ein Koffer, wenn du mit so einem ankommst, dann denke ich schon, boah, der hat Ahnung, ne? Weil das ist schon wieder so ein Koffer, der so ein bisschen was... Ja, das abkleben. Ja, das kannst du ja, klebst du einen Namen drauf oder was? Aber der sieht doch,
Machst du Horst drauf. Horst. Dem Pferd heißt Horst. Ja. Ja. Also es ist nicht vergleichbar jetzt mit guten Cases von BW oder von Pelli Case. Das siehst du jetzt hier auch am Griff. Klar. Du hast hier so ein paar Grate, aber... Für 40 Euro? Wie gesagt, okay. Für 40 Euro finde ich den echt okay. Ja, ist der auch. Ja. Der nächste Kandidat... Das ist auch... Du hast direkt gute Laune. Das ist eine Mary Poppins Tasche, finde ich. Ja, wirklich. Die ist super. Da brauchst du einen Regenschirm. Oder wenn du so ein Landarzt, weißt du? Ja. Der kommt auch mal mit so einem Köfferchen an, ne? Mhm. Ja. Stanley Fatmax Tasche. Und das ist so ein bisschen so ein Hybrid zwischen Textil und Koffer. Ja. Oder Tasche und Koffer. Sogar Fahrradtasche. Also der ist der Fahrradtaschen-Style. Ne? Also so wird es auf jeden Fall beworben. Wie Fahrradtaschen-Style. Das ist der Style von so einer Satteltasche. So ein Satteltaschen-Style ist das. Man kriegt zwar nicht drüber beim Gepäckträger, aber es stand auf jeden Fall... Über das Rahmenrohr. Ja, das vielleicht. Das würde gehen. Ne? Wenn du so. Aber was machst du jetzt damit? Nix. Ja, du kannst es halt aufstellen. Du hast ja hier noch so einen Klettverschluss. Und steht's. Steht sicherer, ne? Ja, tatsächlich. Kann nicht umfallen. Ja. Und... Grundsätzlich hier, Rahmen ist so Kunststoff, wobei der Boden dann hier an den Ecken zwar Kunststoff ist, aber hier wieder so Textil. Da finde ich, dann hätten sie das hier vielleicht auch Kunststoff machen können. Müssen, ja. Weil wenn du jetzt mal im Dreck stehst, im Wasser, dann hast du hier das versaut. Ja, das stimmt. Ja. Kunststoff könntest du einfach wieder abwischen. Hier ist schon irgendwie ganz lustig mit diesem Aufstellmechanismus. Wobei du kannst sie jetzt auch einfach wieder zusammen machen. Dann hast du hier wieder den Klett. Mhm. Ich hätte mir jetzt gedacht, vielleicht kannst du die auch oben komplett trennen und hast dann zwei Taschen. Geht aber nicht, die sind quasi zusammengenäht. Ja. Ne? Aber wozu hat man Cuttermesser? Würde ich aber nicht empfehlen. So, und dann aufmachen, Reißverschlüsse. Reißverschlüsse auch cool von der Qualität. Ja. Mit so großen, hier. Ja, da kannst du auch mal mit Handschuhen anfassen und so. Ne? Genau. Alles ordentlich mit Klett. Hier gibt es noch den Original Fatmax Aufhänger. Und jetzt hast du wirklich hier Alarm, ne? Alarm! Alarm! Andere Seite hast du dann auch nochmal die Fächer. Allerdings hier nicht die breiteren, sondern... Nur die schmaleren, ist aber jetzt nicht flexibel, also ist einfach so, wie es ist, aber ist ja auch schön. Aber hier passt also ja sogar... Ja, hier hast du so Gummistrapsen, ja. Also Platz hast du hier ohne Ende und vor allem... Kriegst du sogar ein Notebook rein, ne? Ja. Ich habe da die wildesten Umbauten gesehen, wo sich jemand ein Brett reingebaut hat, hier noch einen Ladeanschluss eingesetzt und ein USB auf der anderen Seite. Ja, also kannst du machen, weil du eben auch diese... Ja, du kannst ja hier komplett, das ist ja komplett... Ja. Könntest du durchbohren, kannst eine USB-Dose dran bauen, was auch kann immer. Man und innen drin, die Schalen, die sind zwar von außen mit diesem Textil, aber von innen drin ist das auch hier so ein Kunststoff. Und du könntest theoretisch sogar draußen noch eine Vera-Tasche dran machen. Weil du Klett hast. Du könntest jetzt hier noch deine Joker mitnehmen willst. Machst hier deine Joker noch dran, ne? Meinst du, das hält? Das hält, ja. Das hält gut. Ja. Ja, das hält. Ja. Also ist ein bisschen so ein Tausendsasser. Also ich finde die, das ist eine schöne Tasche. Griff finde ich gut, weil der relativ breit ist. Ja. Ich glaube, mittlerweile ist die auch, ich glaube, wir haben die schon ein paar Tage länger, oder was? Wir haben die schon relativ lange, Weil mittlerweile ist das hier gelb, obwohl ich das Grau sogar gar nicht mal so schlecht finde. Ja. Für so eine Arbeitstasche, ne? Aber mittlerweile ist das gelb, aber sonst ist die immer noch so, ja. Kostet? 46 Euro. Ja, finde ich jetzt auch ein fairer Deal. Ja. Und was mir jetzt auch gefällt, du hast so ein bisschen mehr Flexibilität oder Variabilität. Du kannst wirklich sagen, okay, eine Seite bestücke ich mir ordentlich mit Werkzeugen und hier kommt dann ein Bohrhammer rein. Ja. Weil das hatte ich letztens auch. Ich musste mit einem Bohrhammer und einem Schrauber. So, und da brauchst du auch schon ein bisschen mehr Platz. Ja, klar. Aber sehen wir gleich auch noch was zu. Weiter geht's mit dem Burschen hier. Ein Packout-System von Milwaukee. Es ist im Prinzip ein High-End-Eimer. Ja. So ungefähr. Mehr oder weniger ist das ein eckiger also, Eimer, ja. Gefällt mir gut, habe ich momentan so ein bisschen geflattert. Ich habe den selber in Benutzung immer, zum Beispiel am Wohnwagen war ich. Deswegen ist hier noch sowas wie Kleber drin oder Batteriepolfett, wo ich die Anschlüsse der Akkus nochmal ein bisschen nach der Montage, nicht zwischendrin, mit Polfett bestrichen habe. Und was mir da gefällt, du hast einfach so ein bisschen auch Chaos. Naja. Das ist quasi ein bisschen Chaos mit Ansage, aber dafür haust du einfach einen Akkuschrauber rein, fertig. Du hast hier noch so eine Tasche mit Reißverschluss, die brauche ich jetzt eigentlich nicht so. Hier auch nochmal, was weiß ich, kannst du deinen Ausweis reinmachen. Ja. So als Reisegepäck. Ja, hier sind ein paar Kabelbinder drin, dann zum Beispiel, du kannst auch einen Schultergurt dran machen, beispielsweise. Aber ich habe jetzt hier Schlagnüsse für einen Schlagschrauber. Hier geht auch ein bisschen was rein und was ich gut finde, ist der Griff. Ja, der ist robust, der ist relativ dick. Und last but not least, es ist ja ein Packout-System. Deswegen kannst du das auch hier auf so einem Trolley oder was auch oder immer. Eine Schraubenkiste unten drunter bauen oder sowas. Ne? Ja. Genau, Sortimentskiste. Ja. Und fertig ist die Lauge. Ja.
Ist aber nicht ganz billig. Ist aber zurzeit ist es tatsächlich günstig. Ja. Ich habe es im Angebot gesehen, jetzt für 67 Euro zurzeit. Ja. Und das finde ich okay dafür. Also das, dafür ist das auch gut gemacht, das ganze Gerät. Haben wir auch schon länger hier aus unserer eigenen Verwendung. Können wir empfehlen. Ja. Oder? Ja, auf jeden Fall. Die ist schön. Das ist eine schöne Tasche. Wenn du dafür jetzt noch einen Gepäckträgeradapter hättest, dann könnte der Hausmeister das auf seinen Gepäckträger packen. Das wäre geil. Du könntest ja auch Bierkannen reinmachen. Ja. Stilvoller Sixpack. Oder? Wie viel gehen da rein? Da gehen auch 8, oder? Ach, 8 kriegst du rein, ja. Und hier kannst du noch so ein paar Feiglinge. Flaschenöffner? Ja. Obwohl, Flaschenöffner brauchst du nicht. Nee. Kriegst du überall auf. Dann haben wir diese Liga hier am Start. Habe ich auch schon vor langer Zeit gekauft. Und habe es tatsächlich vergessen, dass wir das Ding noch irgendwo stehen haben im Lager. Es ist quasi ein Systener und ein MacPack. Wird von Thanos gebaut. Thanos macht ja die Festool-Systener, aber eben auch die MacPacks, soweit ich weiß. Und das ist im Prinzip auch so ein Hybrid. Du kannst nämlich diesen Burschen jetzt mit einem Original, also mit einem richtigen Systener verbinden. Und siehe da, ich könnte jetzt hochheben, aber ihr werdet gleich sehen, warum nicht. Weil wir haben ja noch den, den machen wir gleich auch nochmal auf. Wenn du jetzt hier in der Makita-Fraktion unterwegs wärst, dann kannst du hier mit diesen Dingern das Ding auch fixieren. Hier sind ja auch die entsprechenden Vorrichtungen. Und hiermit wird er aber auch dann geöffnet, verriegelt und geöffnet. Ja. Und es ist quasi so eine Sortimentsbox, wo du jetzt hier auch schon diese kleinen Organizer hast. Und es ist wie bei dem alten Blechkasten, dieses System. Kriegst auch einen Akkuschrauber rein unten. Du siehst aber auch, du hast diese Einteilung hier. Das heißt, du könntest mit diesen Sortimentskisten auch hier dich kompletter bestücken und einrichten, wie du es gerne hättest. Und oben auch praktisch, weil es ist Klarsicht. Du siehst schnell, okay, da habe ich die Schrauben drin, da habe ich die Dübel drin, was weiß ich, hier noch ein paar Bohrer. Macht einen schlanken Fuß, wertigen Eindruck, kennt man von Systemern, aber ist natürlich jetzt auch nicht für 2,50 zu haben. Ja, du musst schon 75 Euro musst investieren. Oder du bist der Sparfuchs, nimmst das Ding in Petrol, dann steht hier an der gleichen Stelle Makita, kriegst du es für einen Zehner günstiger. Ja, ja, aber ich glaube, jemand, der einen kompletten Festool-Turm hat, wird wahrscheinlich keinen Makita-Box da draufstellen. Nee, nee. Definitiv nicht. Ja. Oder er nimmt ihn Petrol und kauft sich für 5 Euro einen Festool-Aufkleber. Hat er 5 Euro gespart. Auch nicht schlecht. Ja. Aber es ist trotzdem Petrol. Ja, für mich, wenn ich jetzt wirklich auf der Baustelle unterwegs wäre mit Festool, ich hätte mehrere Systener oder MacPacks, dann... Warum nicht, ne? Warum, ja, klar. Es gibt ja diese Systener oder diese L-Boxen mit Schubladenelementen, finde ich auch super. Ja. Weil das hast du dann in deinem Turm stehen, kannst du eben rausziehen, denn wenn du jetzt keine Schublade hast, dann musst du ja wirklich immer alles abbauen. Problem ist bei dem halt, der ist immer oben, ne? Der muss oben sein, ja. Wo er ist. Wo er ist, ist oben. Genau, wo er ist, ist oben. Ja. Ja. So, und dann hier den Klassiker schlechthin. Systena könnte natürlich jetzt auch exemplarisch von der L-Box stehen. Hier ist die Sonne-Edition im Bauform 24-Style mit unseren Farben extra für uns gemacht. Ihr hattet das mal angefragt, ob wir das nicht mal als Merch machen können. Das Problem ist nur, die sind nicht günstig. Ja. Gerade wenn du da Special Edition hast und nicht gleich 50.000 Stück nimmst. Ich glaube, würdet ihr nicht für bezahlen wollen. Aber wir können ja trotzdem mal reingucken. Kennt natürlich fast jeder. Nur wenn du mal ein paar Knarren hast, wo du nicht weißt, wohin. Hier ist eigentlich alles dabei, ne? Ja. Hat sogar funktioniert. Also ich würde sagen, gefühlt sind das 30 Kilo oder so. Ja. Und da ist für jeden was dabei, ne? Ja. Guck mal, was schöne Sachen. Oh, die ist schön, ne? Die große Rotatorratsche. Ja. Ach komm. Kleiner Tipp. Werkzeug ABC. Buchstabe K gibt's über Knarren oder Ratschenschlüssel. Zwei, drei haben wir ja, ne? Wobei, wie nennen wir das im Werkzeug ABC? Knarren oder Ratsche? Da müssen wir nochmal genau eruieren, was mehr genommen wird. So ein normaler Systener liegt um die 50 Euro. 40, 50 Euro, je nachdem, ja. Ja. Also ich glaube, wenn wir den produzieren würden, da würden wir im VK bei 70 liegen. Es sei denn, du bestellst 50.000 Stück, aber da hätten wir keinen Platz für. Ja, doch, Platz hätten wir. Ja, aber... Ja. 50.000. Wie viele Burger, Burger habe ich gekauft? 100, oder? Hast 50. 50 Burger? 5-0. 5-0, genau, ja. Hallo, ich hätte gerne 50 Cheeseburger. 50? 50. 5-0. Das wär's? Das wär's, ja. So, weiter geht's mit der Firma Kniepex. Ja, ich hol sie mal. Ja. War so im Hintergrund verschwunden. Und tatsächlich hatte ich die neulich im Gebrauch. Man kann auch einen Schultergurt dran machen. Aber an diesen Schultergurten stört mich immer, dass dann irgendwas rumbaumelt. Mhm. Das mag ich nicht so. Ja. Also ich bin dann auch bei meinem Reisegepäck oder so, lasse ich das mal. Ich mag das auch nicht, wenn das solche Verschlüsse sind. Den traue ich irgendwie nicht. Nee? Nee. Ich finde das besser, wenn man das irgendwo einhaken kann. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Okay, du hast hier einen Griff hier mit sowas.
also um das zusammen zu machen, ist mir manchmal eigentlich schon wieder ein Schritt zu viel. Weißt du, dann willst du eben mitnehmen, dann musst du erst da hier hingehen, dass reinfummeln, da rumfummeln. Ja. Ja, aber anders kannst du es wahrscheinlich nicht lösen, ne? Oder du musst halt zwei Henkel da lassen. Aber warum machst du es überhaupt? Wenn ich dir doch jetzt das mitnehme, dann mache ich so. Ja, du. Das wird doch eigentlich schon gehen. Ja, aber vielleicht ist das so ein BG-Ding, weil dann nimmst du nur einen Henkel und dann schlägst du ja jetzt gegen das Knie, zack, Knie kaputt. Weil er dann Unwucht hat. Vor allen Dingen hier so ein Textilhenkel. Ja. Naja, machen wir die Kiste mal auf. Cool gemacht. An sich cool gemacht. Ich musste so ein paar Werkzeuge hier unterbringen. Zum Beispiel Flexi-Click mit dem SDS-Aufsatz, weil ich Hammer bohren musste. Dann natürlich noch einen kleinen Akkuschrauber, ein paar Dübel, dann hier Aufzugsrettungsset, also quasi der Koffer im Koffer oder das Werkzeugkit im Werkzeugkit. So weit, so gut. Und hier habe ich dann noch Platz. Ja, da geht aber auch nicht, ja, da geht aber auch nicht was rein. Schwungmesszange, ne? Ein paar Bohrer, Bitset. Also du kriegst hier schon ordentlich was rein. Das ist jetzt auch keine richtige Bestückung, sondern was ich so schnell mal eben reingeworfen habe, damit ich damit arbeiten konnte. Aber auch zum Beispiel so ein kleiner Billo-Drehmomentschlüssel. Das ist im Prinzip hier sogar so ein Notebook-Fach. Das merkst du daran, dass du hier so eine weiche Einlage hast, damit das Notebook nicht verkratzt. Also du kriegst schon relativ viel rein. Und was ich gut finde, dass du halt das hier komplett aufmachen kannst und du kannst das hier, diesen Teiler, will ich auch so klappen. Du kommst überall gut dran. Hast auch hier noch eine Option, was festzumachen. Und hier hast du noch so was, weiß ich, Dokument oder ein bisschen Kleingeld oder irgendwas, was man halt so braucht. Ja. Du musst gucken, wenn du die zumachst. Na, also hier zum Beispiel Zollstock. Ja, musst wird, du schon eng, ne? wird ein bisschen eng. Aber. Aber wie eingangs schon erwähnt, schreibt mal, wenn ihr Erfahrung habt mit Werkzeugkoffern oder Werkzeugtaschen, die wir hier zeigen, so gerade Langzeiterfahrung. Gerade hier so bei dieser Kniepex würde mich das interessieren. Mich würde auch mal interessieren, wer die Dinger für Kniepex macht. Nächste Folge werden wir euch auch hier und da nochmal einen Hinweis geben können, aber hier wüssten wir jetzt nicht. Kommt die Frage, was hätte ich dafür zu investieren? 70 Euro kostet die. Ja. Das ist aber ein ordentlicher Preis dafür. Dafür hat die auch, dafür ist die auch schön robust und so. Das ist auch kein dünner Stoff und so. Ne? Also, ist okay. Ja. Und last but not least, hier kannst du zum Beispiel, wenn du einen Koffer hast mit einem Trolley, dann kannst du das quasi auf den Koffer stellen, machst das hier über den Griff, also wenn der Griff nicht zu lang ist. Und das wird eine super Funktion. Ich habe zum Beispiel so einen Remover-Board-Trolley und da hatte ich früher eine Laptop-Tasche, die hatte das auch. Da konnte ich hier draufstellen, wunderbar. Ja. Neue Laptop-Tasche hat das nicht, dann habe ich mir einfach einen Karabinerhaken dran gemacht und dann kannst du das da eben einhaken. Und das sind so kleine Details, wenn du da wirklich da auf die Baustelle musst oder musst mal längere Fußwege, dann weißt du sowas zu schätzen. Wobei wir hier schon so bald in den Bereich kommen, wo ich sage, ein Trolley wäre auch nicht verkehrt. Ne? Ja, das ist weil da schon so wieder so viel reinpasst. Ne? Genau, zwei Elektrowerkzeuge, da ist schon was drin. Unverkennbar von Vera, sieht man natürlich, haben wir euch, glaube ich, schon mal gezeigt in smarte Werkzeuge. Ich meine so. Ja. Weil das ja auch im Prinzip so ein modulares System ist. Du hast hier das ganze Klett dran, du kannst hier was dran kletten. Und hier hast du auch so ein bisschen so das Matroschka-Prinzip. Das heißt, hier so eine Minitasche. Ja. Das heißt, du kannst hier dein ganzes Elektrowerkzeug vielleicht reinmachen, was du hast. Und hier hast du dann so Minimalprinzip, wenn du auf die Leiter gehst. Du hast dann hier noch so einen flexiblen Einsatz. Du kannst Thermosflasche reinstellen. Oh, was weiß ich. Du hast hier einen Trenner, den kannst du aber nicht, also den könntest du mit der Flex vielleicht rausballern. Ja. Aber der ist vernietet, den kannst du so jetzt nicht flexibel reinmachen. Dafür macht das Ding aber einen sehr soliden Eindruck irgendwie. Trotzdem, dass es irgendwo so einen leichten Textilfaktor hat, ist es wirklich stabil. Ja. Ja, du kannst ja dann deine ganzen Vera-Taschen, die du noch so hast, dann überall draußen dran kletten. Ne? Ja. Ich weiß aus dem Zuschauerkreis, dass einige von euch darauf schwören. War auch im Prinzip so ein Tipp von euch. Ja, ich denke mal, wenn du ein Vera-Fan bist und hast die ganzen Aufzugsrettungskits und was weiß ich. Ja, dann machst du dir eins, ja, machst du da eins, hinten noch zwei ran. Dann bleibt aber die Frage, was hätte ich jetzt für dieses Gerät zu investieren? Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre es mir nicht wert. Das kostet 85 Euro. Das ist ein stolzer Preis. Ja, dann hast du da diese Tasche und dann hast du ja noch nichts dran. Also klar, du musst, wenn du da schon so ein Vera-Fan bist, dann machst du deine Taschen dran, aber dann ist das auch wieder so überladen. Ne? Für 85 Euro, kannst du besser für 70 Euro diese schwarz-rote Tasche holen. Hast du mehr, kriegst mehr rein auch. Ne? Ich glaube, es gibt ja viele Fans davon. Ja, das könnt ihr mal schreiben, wenn ihr es in Benutzung habt, warum ihr dann sowas nimmt und nicht sowas, wo du ja doch ein bisschen flexibler bist, zumindest in der Tasche. Ja. Weil Laptop wird hier schwer, ne? Ja, du kriegst nicht rein, mit dem Trenner schon nicht. Ja, du machst einfach zwei Klettschreiben in den Laptop, dann packst du den da dran. Ja.
Ja, wenn du einen Toughbook hast oder sowas, dann kann auch mal umfallen. Ne? Ja. Und jetzt werden wir so ein bisschen klassisch. Ich hätte gedacht, vielleicht sind wir hier schon so an der Grenze um 100 Euro, aber tatsächlich, um das mal vorwegzunehmen. Ja, wir sind an 100 Euro dran jetzt. Ja, ja. 90 Euro habe ich, glaube ich, bezahlt. Kommt immer darauf an, wie gerade der Kurs steht. Ne? Aber gibt auch, meine ich, eine Version nur mit Schlüsseln und mit Zahlenschloss. Bist du eher Zahlenschloss oder eher Schlüssel? Ja, wenn dann Zahlenschloss. Ich meine, das ist auch, da bist du eine Weile dran, aber mit den Schlüsseln. Ich meine, da könntest du von dem ersten Video, was wir davon gemacht haben, könntest du den Schlüssel nehmen, der würde passen. Gehe ich von aus. Ja, müsste mal ausprobieren. Ja. Also ich bin bei Werkzeugkoffern auch vielleicht eher Typ Zahlenschloss oder es ist wirklich sündhaft teures Werkzeug. Da müsst ihr aber auch einen richtigen Schlüssel haben. Wir haben ein richtiges, auch, richtiges, um da mal zu spoilern, es gibt auch Koffer, die haben richtigen Schlüssel. Zeigen wir. Teil 2. Ja. Ich meine, diese Zahlenschlüssel sind jetzt auch nicht, ne, die erfinden der elektrischen Bratkartoffel. Ja, gerade ich als alter Fahrradschlossknacker in der 5. Klasse, ich habe das mal aus Sport gemacht. Okay. Ich wollte nichts Böses. Und dann habe ich ja. Wir haben das irgendwie in den Pausen gemacht. Und dann habe ich das Leuten beigebracht. Die haben gesagt: Ja, kannst du mir das auch zeigen? Ach, das ist so eine, du machst einfach auf Zug und dann machst du. Stimmt. Und dann geht es ganz einfach bei so billigen Dingen. Ja, das stimmt. Ja. Und was haben die gemacht? Also, ich habe nichts Böses gemacht. Ich habe das nur aufgemacht, wieder zu. Mhm. Und die haben Fahrräder mit anderen Fahrrädern verschlossen. Und dann war irgendwie nach der 6. Stunde war Alarm. Schön. Und dann, wer hat es gemacht? Ja, Brockschmidt. Natürlich. Dann war ich am Arsch. So, aber generell schönes Branding hier, Kniepacks, wobei, wie gesagt, wenn ihr wisst, wer den Knoffer baut, bei Kniepacks unter dem Schmiedehammer habe ich den noch nicht gesehen. Ne? Es rappelt auch ein bisschen, aber erstmal hier, das ist schon, das klingt schon gut, ordentlich. Ne? Hier diese Hartschale macht einen recht robusten Eindruck. Letztens hat sich ja übrigens einer beschwert, dass wir bei den billigen Koffern dass wir die Säure nicht mit dem Hammer waren. Und bei den teuren nicht. Ja, stimmt. Wobei, warum haben wir das nicht gemacht? Ganz ehrlich, weil ich aus meiner Erfahrung schon sagen konnte, dass das Material jetzt kein Scheiß war. Ja. Und ich dachte, du kriegst überall ein Loch rein, wenn du das willst. Ne? Ja, wenn du es willst, ja. Nur es ging ja darum, dass wir bei den billigen Koffern. Da haben wir so ein bisschen angetickt. Ne? Genau. Ja. Aber wir ticken jetzt trotzdem den nicht an. Ja, sollen wir. So, der ist recht jungfräulich, aber hier haben wir den lebenden Beweis, dass ich sowas auch schon mal hier und da in Gebrauch hatte. Wobei ich gestehen muss, er ist tatsächlich momentan nicht richtig gepflegt. Ich hatte da mal hier und da, guck mal, da ist noch ein Lötkolben drin. Ja. Hier so ein Keil, um beim Auto Leisten zu entfernen. So ein kleiner Rollgabelschlüssel. Den habe ich wirklich schon lange Jahre. Und im Gegensatz dazu, hier hat sich jetzt ein bisschen was getan. So die Details, die Verschlüsse sind ein bisschen anders. Auch die Einleger hier. Das sind diese neuen, die haben wir euch schon bei den fertigen gezeigt. Ja. Waren wir sehr mit zufrieden. Was ich hier gut finde, du kannst den Trenner hier einfach rausnehmen. Ist nämlich auch geklettet. Dann hast du hier noch so Trenner für die Einlagen. Nur musst du darauf achten, wenn du jetzt diese Trenner da reinbaust und du hast den hier nicht, dann fliegen die dir raus, weil die kannst du so ohne weiteres nicht fixieren. Wäre mir zumindest nicht bekannt. Nur angenommen, du hättest jetzt wirklich viel Platzbedarf in der Tiefe oder so, dann lässt du den einfach hier leer. Ja. Dann frisst das ja kein Brot. Klar, die Schlüssel hier, die ja, High-End. Und das sind halt diese Schlüssel, ne? Da habe ich mir damals schon bei den Diskettenkästen so, die konnte man auch mal abschließen. Da waren auch so Schlüssel dabei. Ja. So, wenn du den Kollegen jetzt hier mal nach vorne klappst, auch den könntest du rausnehmen, ja, ohne dass jetzt irgendwo was rausfällt. Das ist auch anders als bei meiner älteren Version. Trotzdem hast du jetzt immer auch hier noch so einen Einteiler. Hier sind auch so Gummistrapsen drin. Finde ich auch immer ganz gut, weil es ist immer flexibel. Du könntest aber auch noch diesen Einleger ebenfalls komplett rausnehmen. Mehr Platz geht nicht. Dann kannst du wieder ein Aufzugswartungsset reinkletten. Das könntest du tatsächlich machen. Ja. Warte mal. Jetzt wären Kniepacks und Vera wieder Freunde, denn theoretisch kannst du jetzt so ein Wartungsset oder sowas reinklipsen. Aber so als kleiner Lifehack, egal welchen Koffer du hast, du kannst natürlich immer dir irgendwie diese Klettdinger da reinkleben. Ja. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Was teilweise ein Problem ist, je nachdem, wie der Koffer beladen ist. Wenn du hier viel Gewicht drin hast, unten wenig, klappst ihn auf und dann kippen die gerne mal um. Und wo ich mal so ein bisschen Panik habe, wenn ich sowas sehe hier, von wegen Fingerklemmen. Mhm. Ja? Weil, guck mal, dann geht das jetzt irgendwie nicht und dann hast du Finger dazwischen. Guck mal, was jetzt passieren würde. Elise, bescheuert sich das anhört, aber sein Daumen ist da drin, du musst das Ding aufschweißen. Ja. Also, muss schon ein bisschen aufpassen. Was aber bei diesen Koffern auf jeden Fall gut ist, dass du einen Alurahmen hier hast. Und dieser Alurahmen bringt ja für den ganzen Koffer so ein bisschen die Stabilität. Man darf es nicht zu sehr übertreiben, wenn man jetzt das Ding wirklich gerappelt voll hat und das verzieht sich hier ein bisschen, dann geht er nicht zu. Mhm. Kann passieren. Also passiert mir
hier und da mal bei dem alten, wenn ich den wirklich rappelvoll hatte. Ansonsten, es gibt auch Koffer in einer höheren Preisklasse, die wir euch im nächsten Teil zeigen. Die haben nur noch andere Aufstellmechanismen. Ja, die haben ja zum Teil sogar Gasdruckdämpfer, ne? Und so weiter, da sind wir dann schon in der High-End-Liga, also mehr geht eigentlich nicht. Aber ich sag mal so, im Bereich bis 100 Euro, finde ich, ist das ein schöner Koffer, wo eine Menge Platz ist. Klar, du hast jetzt hier nicht die extreme Tiefe. Wenn du jetzt beispielsweise einen 12-Volt-Akkuschrauber da reinpackst mit dazu, wird es wiederum knapp. Ja, da musst du schon wieder eine Karte draußen lassen, wahrscheinlich dann. Ja. Und jetzt seid ihr gefragt, wie gesagt, ein Koffer hauen wir für euch raus. Alle Koffer sind natürlich auch in der Beschreibung, wie immer, verlinkt. Und mit einem Kauf über den Link unterstützt ihr den Kanal. Ja, meine Rente, deine Rente. In diesem Sinne, macht's gut, haut eure Meinung, Kommentare zum Video wie immer in die Kommentare. Genau. Und das Video. Daumen da lassen, ne? Da, ja, für dich mal. Immer wieder. Für mich einen Daumen da lassen. Da freut er sich nämlich, ne? Ja. Und ich auch. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und tschüss. Tschüss. Und das Handling finde ich ganz cool, geht ein bisschen schneller, weil du. Nimmst es ja direkt mit hoch dann, ne? Genau, ja. Nee, warum? Was hast du jetzt gerade zugehalten, ne? Nee, ich habe hier, ach so, ja, ich hab hier dann festgehalten. Geht, dann geht's nicht. Und wunderlich. Cool. Ja. Dann kriegst du es für einen Zehniger. Für einen Zehniger. Ja, kriegst.